die schreien einfach des Todes. Und das liegt an diesem dezenten Gerät. In dem Fall keine originale CSL-Box, wahrscheinlich unbezahlbar, niemals zu bekommen, weil es gab so wenig Autos davon. Das wichtigste Element von einem geilen Auto fehlt aber noch, und das sind die Felgen. Aber das seht ihr im nächsten Teil. Ja, Philipp. Thema Felgen. Was sagst du? Ja, extrem wichtiges Thema, weil eigentlich leben unsere Autos ja schon immer so ein bisschen von den Felgen. Getuntes Auto. Geile Räder. Also eigentlich gab es früher immer zwei Sachen, Felgen und Fahrwerk. Das war immer so das Wichtigste von einem Auto. So, damals war es allerdings so, da hatten die Originalautos noch keine schönen Räder. Jetzt ist es in dem Fall so, das sind originale E46 M3 CSL Räder. 9,5x19 und 8,5x19. Mhm. Ja, die sind schon nahezu perfekt, braucht man sich nichts vormachen. Ne? Alleine wie die, ich finde das Lackbild geil. Also für mich sind sie perfekt, muss ich ehrlich sagen. Also. Das Lackbild geil, ich muss auch wirklich sagen, wunderschöne Felge. Dieser Nasslack halt mit dem Effekt ist wirklich was anderes als normales Wrinkle Silber. Ne? Deswegen, dann ja. Wie Concave, die damals schon war. Heutige Felgenhersteller wollen solche Felgen bauen. Ne? Mhm. BMW hat das einfach 2003 schon rausgehauen. Ja. Schon nahezu perfekt, muss ich wirklich sagen. Preis-Leistung auf jeden Fall für mich unschlagbar. Gerade OEM-Felge halt. Ne? Heißt, was kostet so ein Satz? Wo liegen die so preisig in dem Zustand? Was ist so ein Satz wert? Ja, um die 2.000 bis 2.500 Euro nur. Mit Reifen oder ohne Reifen? Ja, wenn sie neu sind, ohne Reifen und gebraucht mit Reifen, kriegst du für 2.000. Also ist eigentlich, hört sich blöd an, aber es ist nicht viel Geld für die Qualität des Rads. Für den originalen CSL-Radsatz? Ja. Geht das schon. Die guten BBS. Ja, okay. Das Problem ist nur, also wir müssen mal gucken. Mit Sicherheit wird das Auto irgendwann mal auf diesen Rädern stehen. Allerdings war ja nie unser Plan, einen originalen CSL zu bauen. Richtig. Sondern wir wollten ja unser eigenes Auto bauen. Da sollte unser Stil rein, deswegen auch Uni-Schwarz und so weiter. Und deswegen, kaum habe ich an dieses Auto gedacht, gab es für mich leider nur eine Felge, die da in Frage kommt. War sau schwer in der Kürze der Zeit jetzt vor der Messe noch zu kriegen. Glaube ich. Sogenannte BBS E88. Ja. So. 18 Zoll Stern, 19 Zoll Betten. Und dann in der Kürze der Zeit, dank MB Polish, der mir diesen Satz verkauft hat, der hat die nämlich gleich auch noch einmal frisch gemacht. Mhm. Heißt, Innenbett gepulvert. Und frei Haus geliefert sogar. Außenbett poliert, Sterne neu lackiert und dann auch noch hergeliefert. Weil die Zeit war einfach so kurz und knapp, dass wir Angst hatten, dass die Felgen wegkommen beim Transport, weil dann hätten wir wirklich Probleme gehabt. Diese sind jetzt hinten 10 statt 9,5, mhm, halber Zoll breiter. Vorne, weil meine persönliche Meinung war, ich habe wirklich lange drüber gegrübelt, gemessen, am Bremssattel gemessen, hier gemessen und so weiter. Ich persönlich finde das alles, was breiter als 8,5 ist, für einen BMW vorne zu breit. Weil ich mag das nicht, wenn die Räder so rausstehen. Ich weiß, manche fahren CSL-Räder hinten auch vorne. 9,5 vorne. Ja, kommt ja immer auch so ein bisschen auf die ET drauf an dann am Ende. Aber ich mag das nicht, wenn das Rad, wenn jetzt hier die Stoßstange ist, das Rad unten auch so weit raussteht. Wir bauen ja kein Track-Tool. Deswegen. So, und hinten brauchen wir nichts vormachen. Das sieht einfach potent aus. Nett ausgedrückt. Mit diesem Tiefbett und auch der Stern, wie der hier so hinterfräst ist. Es ist halt einfach die klassische BBS-Rennsportfelge. Also auf der Nordschleife fährt ja gefühlt jeder zweite BMW das Rad. E92 ganz, ganz viel. Ja, die haben die ist wirklich auch krass. Ist ganz anderer Stil. Ich hoffe, es passt mit den polierten Betten geil zu unseren Chromakzenten. Wird natürlich hiermit Tuning, Sleeper Original. Aber lustig auch, beides BBS-Räder. Ne? Genau. So. Und auch ähnlicher Silberfarbton. Nur halt einmal poliert, einmal nicht poliert. Pass auf, als allererstes gucken wir mal Gewicht. Diese Felge ist jetzt eine 10. 21 Kilo. Die originale CSL, die ja auch schon leicht sein wird. Ich glaube gefühlt dasselbe oder ein halbes Kilo schwerer. Krass, oder? Ja. Wir sind leider zu gut im Wiegen, das werden die Leute uns nicht abkaufen hier. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das tut mir auch echt leid, dass es immer so ist mit dem Wiegen, aber... Ja, wenn man da einmal mit anfängt. Okay, jetzt darf man nicht vergessen,
10er-Felge 9,5er, ein bisschen breiter. Und hier, wie gehabt, unser Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen. Der ist auch relativ leicht. Das heißt, man müsste jetzt eigentlich Felge wiegen. Aber egal, wir sind gewichtstechnisch ungefähr gleich. Wir können ja einmal nochmal die vordere gucken. Was, witzig, auch 21, weil diese Betten fast nichts wiegen. Also das Gewicht besteht wahrscheinlich fast nur aus dem Stern. Die Waage funktioniert, ne? Ja, ja. 2 Kilo weniger. Ja. Da merkst du es dann schon, ne? Das Material fehlt. Aber für mich kam auch wirklich nur in Frage, wieder diesen Michelin-Reifen drauf zu machen. Weil wenn ich diese Flanke sehe, ne? Ja, gerade die Flagge halt, ne? Ist schon mega. Das ist einfach für mich Masterdinge. Ich sag dir, das wird gleich so geil aussehen auf dem Auto. Wir machen jetzt hammerhart. Lass uns eine Seite so draufstecken. Dann können wir nämlich richtig cool das Auto two-faced. Ich dachte, es werden 2 komplett verschiedene Autos sein. Los geht's. Für mich ist das ja immer der geilste Moment am Schrauben. Das erste Mal die Räder auf dem Auto sehen. Also, erstens, guck dir diese Partie an. Polierte Bett, dieser Stern mit dem Sattel. Es sieht halt wirklich alles aus wie so reingegossen. Und dann diese Chrom-Applikation. Ja. Also sieht schon, muss man definitiv sagen, ist schon irgendwie Rennsport, aber durch diese Silberkombination immer noch geil. Hast du gut gesagt. Und hinten, ja, was soll ich sagen, ist halt Tiefbett, ne? Aber ich finde, irgendwie zum BMW gehört Tiefbett. Gerade am E46 mit dem gewissen Arsch, ja, passt es echt gut. Ja. Das passt schön. Sturz ist auch. Jetzt kann man auch von hier hinten gerade mal gut sehen. Hier sieht man jetzt nämlich auch gut, was ich meine. Das Rad steht in dem Bereich noch nicht zu weit raus. Wenn wir jetzt eine breitere Felge hätten, würde das ganze Rad unten noch weiter rausstehen und das mache ich ja nicht. Weil hat schon gut Sturz, ne? Ja. Also, doch. Krank. Ich finde auch gerade auf dem Auto geil, dass der Stern ein bisschen kleiner ist, das Bett ein bisschen dicker wird, dazu diese fette Pelle hinten am Arsch und dann alles so passgenau, so diese Perspektive so von vorne, ist schon Racecar. Könntest du dir vorstellen, das Ganze jetzt mit schwarzen Nieren und schwarzen Kiemen? Auf gar keinen Fall. Nee, ne? Ich auch nicht. Boah, das mag ich einfach nicht. So, wenn man jetzt hier konträr die Seite zusieht, es ist halt einfach OEM. Und es ist auch für die Felgenform zu viel Sturz, muss ich sagen. Also meine Meinung, aber trotzdem die mega. Also Bremse, wie du schon sagtest vorhin, geht halt komplett unter. Ja. Sieht aus wie so eine kleine Bremse. Hinten das Heck. Ist schon geil. Schon schön, ja. Ist definitiv geil für eine Originalfelge, wie die so steht. Konkav. Klar, vorne sieht man jetzt, die Felge steht vorne definitiv zu weit drin. Die müsste deutlich weiter raus. Hinten steht gut. Ey, ich finde es mega sexy. Aber es ist halt... Ich könnte mich auch ehrlich gesagt jetzt schwierig entscheiden, ne? Ohne Witz. Also ich finde beides so geil, dass ich jetzt nicht wüsste, welchen Ratsatz ich nehmen würde. Also für mich ist das perfekt als Sleeper. Daily. Auch zu dem Schwarz, keine Frage. Ich denke mal, das Rad kommt auch gerade so geil, weil das Schwarz auch so undercover ist. Ja. Das heißt, ich bin mir 100% sicher, in der Laufzeit dieses Autos, weil das Auto wird mich definitiv lange begleiten, wird auf jeden Fall mal so ein CSL-Satz auf dem Fahrzeug drauf sein. Aber wenn du jetzt rüber gehst, das sind halt einfach wir. Ja, der ist einfach so. Ich finde den geiler.
Weil es ist halt einfach was Besonderes. Also es ist jetzt nichts Besonderes auf dem BMW. Ist halt viel wilder als das andere. Weil den, so ein E88 Radsatz schon viele fahren, aber es ist halt einfach der Satz für so ein BMW. Ich bin eh BBS Le Mans Fan. Das ist irgendwie nochmal ein Zacken schärfer. Ich wollte gerade sagen, was wäre es jetzt mit Le Mans? Könntest du dir auch vorstellen? Mhm. Allerdings glaube ich, dass die noch ein Zacken schärfer sind. Also schärfer im Sinne von Le Mans, Racy. Le Mans, ja. Limo, so ein bisschen Viertürer, Limo und so weiter. Das hier ist ein bisschen racy. Ja. Bei Le Mans bist du ja auch wieder vom Sterndesign so ein bisschen an der CSL-Felge. Also natürlich ja. Nicht die gleichen, aber weißt du, was ich meine? Und hier hast du schon durch dieses Konvexe, ist es schon... Ich finde, wenn auf ein Auto diese Felge gehört, dann sind das zwei Autos. Entweder E46 M3 oder Porsche 996, 997. Das finde ich, sind die beiden Autos, wo dieses Rad drauf gehört. Und das bleibt da definitiv erstmal raus. Ich finde das geil. Ja. Ich finde es mega. Vor allem, das ist so ein Rad. Wir können jetzt noch drei Stunden, weißt du, so. Das ist so ein Rad. Weißt du, du wirst damit so durch die Innenstadt fahren und siehst irgendwo eine Spiegelung und siehst dein Auto selber. Haben wir hier einen Bumper genug? So, mit dem Originalrad denkst du halt auch so, boah, sieht das Auto geil aus, aber hiermit fährst du durch den Spiegel, wenn sich das Rad auch noch dreht. Was ich immer geil finde, wenn jemand vor dir abbiegt mit einem Bett und du siehst dann, wie das Rad einlenkt und du siehst das Bett. Weißt du, was ich meine? Diese Spiegelung, boah, ist brutal. Mega. Ich glaube, da können wir schon stolz drauf sein. Gute Wahl. Ja, Max, es ist der Zeitpunkt gekommen. Auto steht auf den eigenen vier Rädern. Ein paar Kleinigkeiten noch. Wir können leider noch nicht anschmeißen. Und? Nicht ganz, ne. Ich werde das Auto erst an der ersten Motorshow wiedersehen. Letzter Tag heute, ne? Echt krass. Also krass, dass wir es überhaupt geschafft haben. Ohne dich wäre es eh nicht gegangen. Mega Respekt in der Kürze der Zeit, 43 Tage. Das gerne. Ding so zusammenzubauen. Jetzt gibt es noch ein paar Tage, ein paar Sachen zusammenbauen. Ein bisschen Finish wolltest du noch machen, ne? Ja, definitiv. Wir müssen ihn waschen, nochmal runterpolieren. Ne, und ich glaube, wenn du mit dem Ding auf der ersten Motorshow ankommst, aber wir fahren mit dem Auto zur Messe. Im Trailer, aber es muss fahren, so rum. Ja. Also ich fahre in dir in die Messe rein. Ja, das ist der Plan. 72 Stunden? Ich weiß. Fehlerfrei mit dem Auto auf der ersten Motorshow. Ja. Ich bin wirklich gespannt. Ich kann es noch gar nicht beschreiben, wie das sein wird, wenn man dann so morgens die 10 Tage lang zum Messestand geht und auf einmal so dieses Auto da steht. Ne? Ich freue mich auch schon so mega, wenn der dann auf dem Teppich steht. Boah. Unfassbar. Ja. Mega. Ja, krass. 43 Tage um. Wir leben noch. Wir leben noch und haben tatsächlich in der Kürze der Zeit ein ganzes Auto gebaut. Ne? Unreal, also für mich jedenfalls. Ich hätte es auch nicht gedacht. Also glaubst du, dass das dahin jetzt dein schwarzer CSL-Look, Handschalter, E46M3 ist? Also ich finde es krass, wie schnell wir dann doch eine Beziehung zu diesem Auto aufgebaut haben. Also da wir ja wirklich jedes einzelne Teil von dem ganzen Auto in der Hand hatten, ging das schon alles irgendwie so schnell. So unreal, ne? So, dass man jetzt halt sich schon, ich sag jetzt mal, heimisch fühlt, aber das Auto einfach ja noch gar nicht kennt. So, ne? Kein Meter mitgefahren. Ja, zur Emotion gehört ja auch so ein bisschen das Bewegen und... Genau, noch kein Sound davon gehört, noch nicht gefahren, noch nicht gerollt, einfach nur dieses fertige Auto, wie es da steht. Also ich kann noch nicht sagen, wie ich reagieren werde, wenn das Ding an der Messe vorrollt, aber ich glaube schon, dass wir da richtig einen vorgelegt haben. Und dann kommt jetzt ja auch noch der Punkt dazu, dass wirklich gar keiner von diesem Auto Bescheid weiß. Das ist das, wo ich am meisten drüber nachdenke. So denken die, ja, der Max hat einfach so einen oder seinen M3 dahingestellt oder wessen M3 ist das so. Und das ist auch das, habe ich schon oft drüber nachgedacht, wo Leute wahrscheinlich im Nachhinein sagen, ach, hätte ich gewusst, dass wenn, dann wäre ich noch dreimal so. Also da bin ich mir sicher, sowas wird kommen. Aber irgendwie auch cool. Also. Vor allem das Krasse dazu ist ja auch, wir haben ja wirklich beide die letzten 43 Tage lang auch wirklich wenig gepostet. Zwar schon hier und da immer mal ein paar Details von dem Auto, wie es jetzt aussieht. Der eine oder andere denkt sich schon bestimmt, boah, wenn Philipp jetzt so oft nach Bamberg zu Max fährt. Irgendwas ist im Busch. Irgendwas wird er da schon machen. Aber ich glaube, dass wir in unischwarzen E46 M3 im neuwertigen Zustand in der Kürze der Zeit aufbauen. Hättest du mich vor 44 Tagen gefragt. Ich habe mir neulich auch schon wieder die Frage gestellt, wie waren wir überhaupt dazu gekommen? Das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit schon stelle. Das ist das, was, diese kranke Idee. Was man jetzt in der Folge auch immer wieder sieht, in der ich die Frage, ja, hatten
was hatten wir eigentlich geplant? Was hatten wir eigentlich vor? Eigentlich war nur so, ja, so ein bisschen schwarz, ein bisschen hübsch und dann alles gut. Aber wir hatten nicht auf Papier, wir machen ein neues Auto draus. Aber ich wusste auf jeden Fall ganz genau, dass so motiviert, wie du von vornherein an die Sache rangegangen warst, so auch so von den Aussagen her, das war ja nicht so, ach ja, kommst du mal vorbei und dann gucken wir mal, sondern du warst da ja schon von vornherein richtig hinterher. Da war ich mir schon ziemlich sicher, dass das gut wird. Weil ich wusste halt auch in dem Moment dazu, dass es von meiner Seite aus definitiv auch kein Limit gibt. So. Ja, weil ich bin dann auch jemand, wenn ich da erstmal mit anfange, dann ist es egal, wie spät es ist, ob es dunkel ist, hell ist, ob es 500 Kilometer sind, 200 Kilometer. Keine Ahnung, ich bin, glaube ich, 15 Mal nach Bamberg gefahren hier. Das war dann auch egal, weil wenn das ist so typisch Teamwork, wenn das dann funktioniert, dann, wie sagt man so schön, Teamwork makes a dream work. Dieses immer noch, komm, wir bauen es noch weg. Und beide waren wir uns aber, ohne es abgesprochen zu haben, einig. Komm, wir bauen die Leitungen noch weg, dann können wir es lackieren. Und dann sagst du, ja, egal, das noch weg und das noch. Und eigentlich wäre es nicht so gewesen, hätte einer gesagt, ey, spinnst du, das lass mal dran und so. Aber egal, wie krank es geworden ist, ja, machen wir noch weg. Komm, das machen wir auch noch weg. Ja, das war auf jeden Fall so ein typischer Fall von, man steigert sich einfach immer weiter rein. Ja. Und dann hast du schon so einen Punkt gehabt, das hast du auch irgendwann gemerkt, schon so ein bisschen über der Hälfte so. Jetzt ist es schon so krass, wo ich dann angefangen habe, wir brauchen das Plastikteil noch neu, wir brauchen diese kleinsten Furz dieser Schraube noch neu und das Zeug, wo man dann schon gemerkt hat, okay, das nimmt jetzt eine Wendung zum Neuwagen und gar nicht mehr so ein bisschen Halbrestauration, sondern... Ich glaube auch, dass man es alleine, also selbst in der doppelten Zeit, glaube ich, hätte man es alleine gar nicht geschafft. Weil ich sage, das Wichtigste an so einem Projekt ist auch immer die Motivation und dass man halt diese Motivation und Leidenschaft auch teilen kann. Weißt du? Das ist so wie, keine Ahnung, wenn man als Kind früher in den Wald gegangen ist und hat alleine ein Baumhaus gebaut oder mal zu zweit ein Baumhaus gebaut. Ne? Alleine hättest du da einen so einen Ast so ein bisschen und fertig. Ne? Ja. Aber zu zweit fängt man doch so an, noch einen Meter, noch einen Meter, noch einen Meter und irgendwann bist du auf einmal oben in der Baumkrone. Du stichelst dich immer so an. Ne? So, ne? Okay, das stimmt, was machen wir jetzt als nächstes? Was machen wir jetzt mit der Zeit? Ja, gut. Also ich habe auch, muss ich sagen, in der Zwischenzeit, wenn ich jetzt das Revue passieren lasse, kann ich mich an nichts zwischendrin erinnern, was passiert ist, außer dass ich teilweise eine oder zwei Stunden geschlafen habe und es ging schon wieder, E46 um 3, ey, was machen wir heute, was brauchen wir, ja, morgen, ich komme da. Und weißt du, es war komplett nur dieses Auto. Ich habe davon geträumt, schöne Träume, Albträume, bin wieder aufgewacht, weißt du, dann... Wir waren im Grunde 24 Stunden in Kommunikation gestanden. Also was zwischendrin war, keine Ahnung, mal kurz was gegessen, geduscht. Ja, es war definitiv so, Bamberg losgefahren und es war 1 Uhr nachts. Du eigentlich schon geschlafen, wir nach Hause gefahren und trotzdem schon wieder Handy, komm, morgen machen wir dies, das, jenes und so weiter. Ne? So, jetzt musste ich dazu auch noch die ganzen anderen Projekte machen. Du musstest dazu deine Firma weiterführen. Also das war schon eine ganze Leistung. Und der aller entscheidendste Punkt ist halt einfach, wenn ich jetzt drüber nachdenke, normalerweise gibt es bei so einem Projekt ja immer Ecken, wo man sich danach sagt, hätte ich das mal anders gemacht. Keine, nicht mal eine Daumengröße. Es gibt eine einzige Stelle an dem ganzen Auto, die wir nicht in Händen gehabt haben. Das ist das Getriebe. Okay, ja. So, das ist aber auch A, Faktor Zeit zu verschulden. Und die zweite Sache ist, ich habe meinen Getriebebauer gefragt und der sagte mir klipp und klar, Philipp, vergiss es, es gibt keine Teile mehr fürs Getriebe. Und der Faktor einfach, dass das Getriebe wirklich noch top ist. Aber top ist nicht wohl. Top ist nicht neu, das stimmt. Wer weiß, was da drin sich verbirgt. Es ist einwandfrei, sieht gut aus, ist sauber. Aber das wäre so der letzte Punkt, wo wir irgendwo in Zukunft vielleicht das dann doch nochmal zufälligerweise rausziehen, schön machen, zerlegen, Synchronringe neu. Aber es gibt einfach keine Teile. Können wir aber noch irgendwie bestimmt was beschaffen. Also bin ich mir sicher, wenn man sich reinhängt, kriegen wir was hin. Ja. Würdest du irgendwas anders machen? Anders? Hm? Bereust du irgendwas? Also da mir jetzt auf die Schnelle schon nichts einfällt, müsste ich wirklich danach suchen und dann ist, ne. Also ich würde ihn Handschalter machen, ich würde ihn Sauger bauen, ich würde CSL, ich würde geile BBS-Räder drauf machen. So, also was willst du noch machen? Originales CSL Bodykit, also Stoßstangen, Diffusor, Farbe, Carbondach. Farbe ist so wirklich ein Scheidepunkt. Da muss ich sagen, einerseits weiß, aber dann ist weiß wieder so, so richtig racy, so unsauber, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Alles andere, also wenn es eine wirkliche Farbe gewesen wäre, blau, gelb, rot, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, weil das so, das sind Farben, das ist geil und das gibt dir richtig was, wenn du es kurz siehst. Aber wenn ich dreimal da drauf gucke, dann sage ich, boah, kann ich nicht mehr sehen. Deswegen, ja, also ich bin mir sicher, es werden einige sagen, ah, schwarz und ich weiß nicht und die Form, aber wenn du dieses Auto live siehst, du musst es live sehen, weil die Kamera auch kann es, glaube ich, teilweise nicht wiedergeben, dann sagst du, boah. Gibt es an dem Auto in deinen Augen irgendwo einen Punkt, wo wir einen Kompromiss eingegangen sind? Also eine Notlösung? Eigentlich nicht, ne? Nee. Selbst wenn mal irgendein Teil gerade nicht lieferbar ist, haben wir tatsächlich drumherum gebaut, teilweise eingebaut, wieder ausgebaut, ja, nur damit das Ergebnis perfekt wird. Ne? Ja. Ja, heftige Zeit. Ich will sie auf jeden Fall nicht vermissen. Das waren wirklich ein paar krasse Wochen. Habe ich noch nie gemacht, so intensiv, ohne Scheiß. Also ich habe schon viel Mist getrieben in meinem Leben. Jedem, und du ja auch. Wirklich, wirklich, also egal mit wem ich darüber gesprochen habe, alle haben gesagt, unmöglich wird dieses Auto auf der ersten Motorshow stehen. Aber und der Tag wird kommen und er ist nicht mehr lange hin. Was denkst du, wie reagieren die Leute? Was denkst du, wie werde ich reagieren? Wie werden unsere Jungs reagieren? Ich hoffe natürlich, alle positiv. Wird bestimmt immer den einen oder anderen geben, dem es nicht so passt, wie wir es gemacht haben. Aber ich glaube, also ohne jetzt irgendwie hoch zu pokern, aber wenn es weniger als 95% positives Feedback ist, dann glaube ich, ist was falsch gelaufen. Aber also ich bin mir sicher, das Auto wird einschlagen. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, die Leute werden das Auto erstmal so gar nicht erkennen. Die werden sich erstmal fragen, was macht dieser BMW auf dem Stand? Wem gehört der? Wie ich es von Anfang an gesagt habe, ah, der Max hat einen BMW mitgebracht. Der Max hat einen BMW mitgebracht. Aber ich bin wirklich schon ein bisschen nervös vor dem Punkt, wenn du mit dem Hänger davor rollst, die Klappe aufgeht und hoffentlich dieses Auto da rausrollt. Ich auch. Boah, ich habe mir schon so viel Gedanken gemacht. Oh Gott, was ist, wenn er nicht fährt? Was ist, wenn irgendwas nicht funktioniert, weißt du, und du erst 5 Stunden vor Abfahrt merkst, kacke, es wird nichts mehr. Besser, wenn du so richtig den Druck dann hast und irgendein Teil noch fehlt, weil am Ende ist er ja noch nicht ganz fertig und es kann ja immer noch sein, dass irgendwas ist. Ja. Kannst du erst sagen, wenn du weißt, das Auto steht da und ist fertig und deswegen, ich wüsste nicht, also ich glaube, ich würde heulend zur ersten Motorshow fahren, wenn er nicht fährt, ohne Witz. Also ich würde sagen, wir trinken jetzt noch ein letztes Bierchen und dann sehen wir uns in der ersten Motorshow, ne? Können wir gerne machen. So Max, wie waren die letzten Tage? Sieht man es an den Augenringen? Anstrengend? Du siehst auch fertig aus. Also, ja, für uns also, war wirklich Hölle. Also ich denke mal, für dich wird es mindestens genauso heftig gewesen sein, aber die letzten Tage waren schon. Freust du dich? Warte, musst du da genau.